Alle werde ich nicht kaufen, aber mal so ein paar, dass ich mehr habe. Ich kaufe nur die richtig coolen. Willkommen, wir haben viele coole Items auf Lager. Schau dich um. Hey, hier gibt es auch Hintergründe, cool. 414. Im Angebot ist nichts. Ich schicke dir ein Flugblatt, wie cool. Im Angebot ist irgendwie so mal gar nichts. Als Katzenliebhaber würde ich irgendwie beide Pfoten nehmen. Und den hier noch. Die Hintergründe. Bild. Ach, nehme ich auch ein Bild. Ich nehme alles. Labor. Plus ist gleich Stift. Die kaufe ich auch noch. Die sind auch cool. So. Im Angebot ist sowieso nichts zum Kaufen. Also. Mal kurz gucken. Was ich habe. Glibber. Oh, cool. Filmkulisse. Machen wir mal weiter hier. Feuerlöscher. Hier geht es irgendwie nicht weiter. Ach man. Ich habe keine Simpson Hammer. Aber der Bart ist schon verdammt cool. Ey, nochmal, ich bin. Mit einem Schal. Ins Labor. Wer hat einen Schal? Vielleicht müssen wir hier mal ein bisschen aufräumen, den ganzen Dreck hier. Wollt die Milch mit dem Schwamm? Da gibt es ja 3 Millionen Quests. Das Spiel ist echt zu schwer. Oder ich muss als. War ich hier schon? Nee. Was ist da oben? Ich will das Skelett sehen. Ich kletter mal hoch. Wow. Wow. Da ist es. Das vierblättrige. Das muss das vierblättrige Kleeblatt sein. Es ist so weit weg, ich kann es nicht gut erkennen. Aber vielleicht hast du recht. Pashmina muss hier auch irgendwo sein. Suchen wir sie. Ich will ihn weiter hochklettern. Ich will ihn in den Kopf krabbeln. Mann, hier. Da gibt es schon wieder Quests, wenn ich mit denen rede. Ich will nicht. Ich will Sonnenblumenkerne. Was ist das? Mit diesem Experiment werden mittels eines Salzwassers Kristalle gezüchtet. Taucht man ein Objekt in Salzwasser, so bilden sich darauf Kristalle. Wirklich, danke für die Information. Ich muss jetzt aber nicht irgendwie dafür jetzt so Chemie machen tun. In Chemie kenne ich mich null aus. Das wird nur noch peinlich. Im Labor gibt es lustige und gefährliche Sachen. Besonders die wassergefüllten Becken sind gefällig. Seid also vorsichtig. Das Skelett ist gruselig. Ja, ich weiß. Gehen wir mal weiter.
Da ist er ja, Professor. Hammer! Sieh dir das einmal an. Ich habe es endlich geschafft. Alle 7 Regenbogenfarben. Sieht man aber genauer hin, bemerkt man, dass sie sich nicht in der richtigen Reihenfolge befinden. Was? Die Farben eines Regenbogens sind stets in einer bestimmten Abfolge angeordnet. Rot, Orange, Gelb, Grün. Merke ich es mir, schreibe ich es auf, nein. Sowie Blau, Indigo und Violett. Diese Reihenfolge ändert sich nie. Oh, ich war ja auch noch gar nicht fertig. Also los. Mach nur, ist schon in Ordnung. Ich habe mir nur die letzten 3 gemerkt. Hamster bewegen, Farbe wechseln und rennen. Machen wir einfach mal auf gut Glück. Das kann schon passieren, wenn wir die verschiedenen Reihenfolgen machen. Wer kann das denn überhaupt? Der hier kann es. So etwas wollte ich schon immer mal machen. Ich gebe mein Bestes. Gut. Jetzt aber Blau, Indigo und Violett. Jetzt werde ich mich irgendwie richtig blamieren. Was mache ich? Was ist das? Ich kapiere es irgendwie nicht. Ah, oh mein Gott. Oh, das wird schwer von der Zeit. Ich glaube, das war falsch. Ich brauche die Reihenfolge nochmal. Tipps. Ach Mann. Ach, einfach auf gut Glück mal. Ah, cool. Oh, ich bin so doof. Das sind doch die Farben. Sorry, mein Fehler. Der Spiel ist mir irgendwie zu hoch. Wenn ich das hier noch mache, dann müsste es stimmen. Ja? Den habe ich doch schon. Egal. Dafür habe ich jetzt wieder über 100 und kriege einen Supersticker. Einen Beutel. Fertig. Toll. Das ist wirklich hübsch. Beeilen wir uns und finden die Zutaten. Sorry, ich gehe nicht mehr. Und finden die Zutaten, damit Schwieber seinen Regenbogen zaubern kann. Da heult schon wieder einer. Und hier ist schon wieder Dreck. Und ich komme wahrscheinlich deshalb nicht weiter. Komme ich auch nicht. Kann man nicht irgendwie so wegtun und hier so. Oh Mann. Wieder so weit zurück. Na 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 na. Ist auch überall Dreck. Vielleicht ist hier unten irgendwas zum Dreck wegmachen. Ah, da drüben liegt ein Schwamm. SpongeBob! Ich bin sicher, dass es ein Streich der Mäuse war. Kämen wir an den Schwamm, könnten wir die Milch auffischen. Wecken wir die Maus auf. Heben wir sie hoch. Es bringt. Oh, wir pfeifen. Nein, wir schreien aufwachen. Wir waren nicht laut genug. Wir brauchen mehr Freunde, um laut genug zu sein.
als ob die Ohren nicht groß genug werden zum Hören. So. Dieses weiße Ding. Was ist das? Hihi. Das ist der Fuß von einem Skelett. Klettert das Skelett hinauf, von dort über die Hand und er gelangt zur Schulter. Mann, das Spiel wird mir irgendwie zu hoch hier. Ich will mal putzen, das ist viel besser. Hm. Hier komme ich irgendwie auch nicht so weiter.